Ja, wir haben hier nach dem 3:2 Sieg gegen den VfL Wiesbaden unseren Cheftrainer Bart Jansen. Bart, wie groß ist der Stein, der dir vom Herzen fällt? Unglaublich groß. Ja, das ist vielleicht 1000 Kilo oder so etwas. Aber ich bin sehr, sehr froh. Sehr froh, dass die Mädels jeden Punkt, jeden Ball gekämpft haben. Ja, es war mit Höhe und Tiefe. Ja. Ja, das war auch mein Eindruck, wenn man das Spiel sieht. Ich glaube, es ist ein Spiegelbild der Saison. Ein Auf und Ab und Auf und Ab. Ja. Erster Satz, eigentlich hervorragend angefangen, eigentlich traumhaft. Da hatte ich so im Gefühl, da kann eigentlich gar nichts anbrennen heute. Mhm. Aber Satz 2 und 3 hat uns dann doch wieder runtergeholt. Oder wie siehst du das? Es war auch der vierte Satz. Ist das auch möglich, dass wir 3-1 verlieren? Aber mit guten Aufschlägen, Defense und mutige Angriffe und clevere Angriffe haben wir das geholt. Und dann haben wir das durchgesetzt in die fünfte Satz. Nimm uns mal ein bisschen mit. Nicht nur das Spiel ist ja alles oder nichts heute gewesen. Ja, also ich denke, nur ein Sieg hat heute wirklich gezählt. Mhm. Und dann kommst du in Tiebreak am Anfang. Ich habe das beobachtet, ihr habt dann zusammengestanden. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet. Ja, was sagt man dann? Ich habe nur gesagt, dass von die ganze Mannschaft, Staff, dass wir nur Positivität. Ja, positiv brauchen. Denken. Ja. Wir müssen das ausstrahlen, Positivität. Und ja. Dann siehst du, okay, noch ein guter Ball und dann siehst du, dass wir in einen Flow kommen und dann wenn wir da in sind, dann sind wir nicht zu stoppen, nicht zu... Nichts aufzuhalten. Ja. 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 Vor den Spielen gegen Erfurt und jetzt auch hat man gesagt, das ist quasi so eine Endspielserie. Ja, das ist so, wie hat man, eine kleine Liga von 5 Mannschaften, 4 genau. Spiele. Und so müssen wir das auch sehen. Samstag ist das dritte Spiel für uns dann in die Mini-Liga. Und ja, das denkst du, dass die positive Energie nun mitgenommen werden kann und die Mannschaft mit entsprechendem Selbstbewusstsein Samstag ins Spiel gehen kann? Wir nehmen das mit. Ja. Das bin ich sicher, aber jedes Spiel auch gegen Münster ist das schwierig. Und Münster ist das wichtigstes Spiel, Schlüsselspiel. Also ihr denkt immer von Spiel zu Spiel und das wollt ihr dann für euch entscheiden. Ja. Ja. Ja, ich denke, ganz viele Fans zu Hause drücken die Daumen, dass das passt und klappt. Ja. Ja, und ich bin da ganz positiv. Wir brauchen auch von den Fans Positivität. Verstehst du? Von zu Hause. Das ist nur, das fühlen wir. Das fühlt ihr, das spürt ihr, ja. Ja, auch nach Suhl. Ich hab mein Facebook-Account weggemacht, aber nach Suhl habe ich nicht so schöne Sachen gelesen. Aber haben sie recht, weiß ich nicht. Aber Positivität. Am Ende kackt die Ente. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Dafür drücken wir alle Daumen. Okay, danke schön. Ich bin auch positiv. Danke schön. Danke, Bart.